Hi Kids, ich begrüße euch zum Sport am Mittwoch. Ja. Leider können wir nicht mehr zusammen trainieren, deswegen mache ich wieder ein Video. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Jahr nochmal Videos mache. Und zwar braucht ihr eigentlich nur vier Kegel oder vier Socken oder was ihr auch immer im Kinderzimmer findet und einen Ball. Ja. Da bauen wir uns einen kleinen Parcours auf. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, macht ihr einfach 2 Meter die Kegel jeweils auseinander, ein schönes Viereck. Wenn ihr draußen ein bisschen mehr Platz habt, könnt ihr auch 3 Kegel machen. So, wenn wir unser Viereck jetzt aufgebaut haben, dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Ich zeige euch die Übung einmal immer ganz nah dran, sozusagen, dass ihr meine Füße seht. Und einmal im Großen, dass ihr mich im Viereck seht. Anfangen werden wir mit dem Ball, mit den Innenseiten, dass wir die hin und her spielen. Viel Spaß! Okay, wir fangen mit einem ganz einfachen Dribbling an. Wir laufen hinter dem Ball. Ach, das ist deutlich besser. Hinter dem Ball einfach, ohne den Ball zu berühren. Dann auch einen Schritt nach vorne, sodass wir neben dem Ball laufen, ohne den Ball zu berühren. Und wenn ihr dann nach unten guckt, eure Füße haben in den Innenseiten. Schöne Rundung, wo der Ball genau dazwischen passt. Und hier spielen wir jetzt mit den Innenseiten den Ball hin und her. Also am Anfang nochmal hinten rauslaufen, zwischen den Ball und dann zack, den Ball rechts, links mit den Füßen spielen. Wenn ihr den Ball jetzt zwischen den Füßen spielt und vorwärts laufen wollt, macht ihr die Füße wie ein V. Ja? Dann könnt ihr vorwärts laufen. Wollt ihr jetzt wieder zurücklaufen, macht ihr die Hände wie ein A. Vorwärts, das V und rückwärts, das A. Und so können wir immer hin und her uns bewegen. Vorwärts und rückwärts. So, als nächstes haben wir ja nicht nur die Innenseite am Fuß, sondern auch eine Innen- und eine Außenseite. Auch hier wieder im Detail die Übung und dann danach wieder im Viereck. Wir können den Ball aber nicht nur mit der Innenseite spielen, sondern auch mit der Außenseite. Und dafür können wir am Anfang uns einfach mit einem Bein hinstellen und den Ball immer im Wechsel mit der Innenseite, mit der Außenseite vor uns hin und her spielen. Ohne dass wir uns großartig bewegen, wir können in unserem Viereck stehen bleiben. Spielen den Ball immer hin und her. Und da werde ich nur einen Fuß haben, aber das Ganze auch mit dem anderen Fuß machen. Ja, auch hier Innen- und Außenseite immer wechseln, bevor es dann losgeht, dass wir damit richtig loslaufen. Okay? Wenn wir dann damit loslaufen, kann man einfach immer
innen und außen den Fuß wechseln. Und was haben wir noch? Genau, die Sohle. Auch hier bei der Sohle wieder das Ganze im Detail und dann nochmal im großen Viereck. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Sohle, dass das unten ist. Und dazu kann man den Ball, von der Seite sieht man es besser, der eine Fuß, auf den springen wir immer, und mit dem anderen ziehen wir den Ball sozusagen hinter uns her. Und wenn wir vorwärts laufen, dann tippen wir den immer kurz an und schieben den vor uns her. Immer im Wechsel. Also daherziehen und nach vorn. Und auch hier haben wir wieder beide Füße. Hinten ziehen und nach vorne schieben. Und da wir die Sohle ja nicht nur vorwärts und rückwärts den Ball hin und her ziehen können, sondern auch mit der Seite, zeige ich euch auch das nochmal. Dafür machen wir so, als ob wir mit der Hand über den Ball streichen. Bloß, dass wir die Sohle dafür nehmen. Machen wir ganz langsam. So. Bein umstellen und wieder zack. Und in die andere Richtung bleibt das Bein stehen. Streicheln drüber. Schritt vor. Drüber streicheln. Schritt vor. Mit dem anderen Bein. Drüber streicheln. Ja, also immer die gleiche Bewegung. Mit dem einen Fuß streicheln wir rüber. Dann stehen die Füße so ein bisschen wie ein X. Dann geht der andere vor, wie der Fuß wieder vor. Wir streichen wieder drüber. Stehen quasi wieder wie so ein X. Das Bein geht wieder nach vorne. Wieder rüber streicheln. Genau. Und wenn es noch ein bisschen schneller macht, sieht das Ganze so aus. Und davon auch wieder ganz viele Wiederholung rechts und links, bevor wir das Ganze hier in der großen Runde machen.
Ich hoffe, euch hat das Training gefallen für heute. Ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, für euch ein paar Übungen rauszusuchen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Ansonsten werde ich probieren, immer wieder ein paar Übungen für euch zu machen. Ja? Tschüss, euer Tommy, bleibt gesund.